Heute ist der 23. Dezember, das heißt, morgen kommt ja schon der Weihnachtsmann. Und warum der Weihnachtsmann heißt, das erzähle ich euch jetzt. Der war nämlich mal ganz klein und als er noch in die Schule ging, da hieß er Alfred. Er war ein fröhlicher Junge, der zu jedem nett und hilfsbereit war. Und wenn jemand was verloren hat, dann suchte er es. Und wenn jemand geschubst wurde, dann verteidigte er ihn. Und wenn er sah, dass jemandem was geklaut wurde, dann schnappte er den Dieb und gab es zurück. Er war außerdem sehr fleißig und auch sehr neugierig. Jeden Tag stellte er der Lehrerin viele Fragen. Und eines Tages fragte er sie: Frau Baumann, du, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Und sie antwortete ihm: Wir feiern Weihnachten, weil da das Jesuskind in einem alten Stall geboren wurde und weil wir gelernt haben, dass es allen Menschen auf der Welt gut gehen soll. Da fing es bei Alfred im Kopf an zu überlegen. Er kannte so viele Kinder, die keine Geschenke an Weihnachten bekommen, weil die Eltern zu arm sind. Von da an war ihm klar, dass er Weihnachtsmann werden will. Alfred beschloss also, an Weihnachten eine rote Verkleidung anzuziehen, damit er nicht erkannt wird, und von seinem Geld Geschenke zu kaufen und sie heimlich durch den Kamin purzeln zu lassen. Dann beobachtete er von draußen heimlich die Kinder, wie sie sich freuten. Aber weil er zu langsam war und nicht alle Geschenke rechtzeitig verteilen konnte, fragte er die Rentiere, ob sie ihm helfen können. Er hatte kleine Helfer, die ihm die ganzen Geschenke einpackten, und er hatte eine große, geheime Halle, wo er sie aufbewahrte. So hatte Alfred eines Tages seinen Traumberuf gefunden. Eines Tages aber wurde er von einem kleinen Mädchen entdeckt. Er war aus Versehen mit dem Geschenk zusammen den Kamin heruntergepurzelt und mitten im Kamin gelandet. Das kleine Mädchen schaute Alfred verwundert und ungläubig an und fragte ihn: Hallo, wer bist du denn? Und er antwortete: Kann ich dir nicht sagen. Alfred war selber erschrocken. Über diese eine Sache hatte sich Alfred noch gar keine Gedanken gemacht. Bisher wurde er ja noch nie entdeckt. Seinen richtigen Namen Alfred konnte er nicht sagen, sonst würde ihn ja jeder wissen. Bist du der Weihnachtsmann? Fragte das kleine Mädchen ihn, und Alfred nickte. Ja, genau, ich bin der Weihnachtsmann, sagte er zufrieden und gab dem Mädchen das Geschenk. Frohe Weihnachten, sagte er, ging leise zur Tür und verschwand. Das kleine Mädchen war die einzige, die den Weihnachtsmann jemals gesehen hat. Oder habt ihr ihn auch schon mal erwischt?